Oh, ich hatte die wunderbare Idee, da die Lippe abzumachen. Die Gummilippe hinten vom Schiff. Und jetzt haben wir noch mal schön 3 weitere Tage extra Arbeit. Das ganze Sieger abkratzen, anschleifen. 3 Tage ist ein bisschen übertrieben. 3 Stunden. Ja. Okay, wenn du das so optimistisch siehst, dann ist ja schön. Jetzt werden die letzten Feinarbeiten geschliffen, damit wir heute dann endlich anfangen können, den Primer zu streichen. Video. Die Mama ist wieder in ihrem Element. Ja, ganz toll. Der Sohn hat sich verletzt und sie darf flicken. Hast du Spaß? Nein. Hat sie nicht. Schade. Tag 5 in der Werft. Das ist hier unsere Frühstücksterrasse bei Olli. Da sind wir untergekommen für eine Woche hoffentlich. Und heute geht's los, der letzte Schliff an unsere gespachtelten Stellen und anschließend wird der Primer aufgetragen. Annette und ich fahren heute nach Panama City und besorgen noch die ein oder anderen Dinge. So, und jetzt geht's los. 8 Uhr. Wir quälen uns wieder mal durch Panama City und versuchen Sunbrella zu kaufen. Willst du duschen? 50 Meter rechts. Hier kriegst du bestimmt günstig Obst und Gemüse zu kaufen. Das ist die Annette mit ihrer niegelnagelneuen Brille. Aber, was sagst du? Man muss sich erst dran gewöhnen. Okay. Es geht wieder raus aus Panama. Dreispurig geht's raus. Und wir stehen im Stau. Wir hoffen, dass wir 1,5 Stunden in Vista Mar sind. Heute gibt es hier in Vista Mar ein Potluck, da wo wieder jeder was mitbringt. Es gibt ganz viele leckere Sachen. Ich tausche jetzt hier die Wellendichtung aus. Sollte man alle 5 Jahre machen. Ich weiß aber nicht, wann es das letzte Mal gemacht wurde. Und deswegen nutzen wir jetzt hier gleich die Gelegenheit, da eine neue Wellendichtung, die habe ich hier, dort einzubauen. Dazu muss ich nur da vorne die Welle abschrauben, ein bisschen rausziehen und dann die neue Dichtung wieder montieren. Ja, gut, dass ich das gemacht habe. Man sieht nämlich, dass sie kaputt ist. Das Innenleben, das hängt da dran, das andere ist schon da. Also, richtige Entscheidung gewesen. Die Annette knüpft unser Ruder, dass wir auch wieder hart an den Wind können, ohne dass uns das Ruder aus der Hand rutscht. Aber das muss ich sagen, das macht die Leinwand nicht. Also die lässt sich schön leicht rudern, aber es ist sehr schön, wenn da so ein Grip dran ist. Ja? Du kannst schon das nächste Akku holen, das Akku ist leer. Ja, super. Jetzt wird die Farbe präpariert, damit wir gleich schön anfangen können, die erste Schicht Primer aufzutragen. Und auch hier oben wird die Limelight schön gemacht. Schön poliert. Oh, das hat sie gerne. Also die Limelight. Ah, ich dachte schon.
Haben wir es gleich geschafft. Wir haben dreimal gestrichen. Und jetzt geht's an die Fouling. Wir wollen eigentlich 4 Schichten auftragen. Mal schauen. Wie sieht's aus? Es soll leicht sticky sein. So sieht's aus. Ja? Also, ja, ein bisschen den Fingerabdruck hinterlässt es. Ganz okay, wunderbar. Also können wir anfangen? Würde ich sagen. Okay, dann geht's jetzt los. Und so sieht unser Anti-Fouling aus. Gut. Ein Komponenten Anti-Fouling, aber trotzdem muss es einmal richtig durchgerührt werden. Geschafft! Mach schon mal das Bier auf! So! Perfekt! So sieht das Arbeiten bei der SY Limelight aus. Prost! Prost! Tschüss! Hallo! Also, Freunde, so ist das. Wir arbeiten, da kommt der vorne vorbei und spendiert uns ein Bier. Wenn ihr das wollt, klickt da oben, spendiert uns ein Bier. Jetzt gibt es mir hier ein. Nein, da oben, auf die Leiter. Du musst immer Kommandos geben. Und das ist kaputt an. Paula, vielen Dank fürs Bier. Ja, hey. Danke schön. Macht's gut. Schönen Abend noch, liebe Grüße. Hat ein wenig seitliches Spiel und wenn man am Ruder dreht, merkt man, dass das da der Bolzen sehr viel Spiel hat. Jetzt schauen wir uns den mal an. Leider kommt man an den Splint da hinten nicht dran und es scheint ein bisschen warm zu sein hier unten drin. Ivo, warm, Panama, das passt doch überhaupt gar nicht zusammen. Es hat sich also herausgestellt, dass der Bolzen vom Ruderquadranten okay ist, aber das äußere Gussteil vom Quadranten schon sehr angefressen. Also da müssen wir demnächst mal eine Einsatzbuchse herstellen. Heute am 19. Dezember, das letzte Mal, dass wir von Olli zum Schiff gehen. Wir werden jetzt gleich nochmal streichen und schlafen dann die nächsten 2 Tage auf dem Schiff, bevor es Montag wieder ins Wasser geht. Seid ihr alle bereit? Yeah. Auf geht's! Bis jetzt hat das eigentlich ganz gut geklappt hier alles in Vistamar Marina. Aber jetzt zum Ende hin warten wir jetzt schon seit 2 Tagen, dass sie uns diese Stützen am Boot umstellen. Wir werden immer wieder vertröstet auf den nächsten Tag. Heute ist Sonntag. Sollte es morgens um 8 schon losgehen, jetzt ist es 13 Uhr und die Stützen stehen immer noch an der gleichen Stelle, weil wir brauchen ja mindestens noch mal 2 Tage, um darunter zu schleifen und den Anstrich neu aufzubauen. Und wir warten weiterhin geduldig, dass die vielleicht heute irgendwann kommen. Dann haben wir hier noch ein neues Projekt, die Chefin. Ich wollte das Bimini etwas breiter haben, so dass wir außen aufsitzen. Jetzt haben wir das abgebaut, haben schon den Stoff bestellt, der näht also schon fleißig. Und jetzt müssen wir hier das Gestänge auseinanderschneiden und wollen dann 1 Meter dazwischen schweißen. Leider haben wir hier nur jemanden, der das Inox elektrisch schweißen kann. Und lassen wir uns überraschen, das werden wir nachher in Angriff nehmen.
Und die beiden, die warten hier auch geduldig, dass die Stützen umgestellt werden. So, jetzt werden tatsächlich unsere Stützen umgestellt. Es ist 14 Uhr, Sonntag, 4. Advent. So, jetzt kommt der Moment der Momente. Oh, das sieht ja super aus. Oder? Das ist leider rot und blau, aber naja, gibt halt Schlimmeres. Schön abgeklebt. Jetzt zerschneide ich unser schönes Bimini. Hoffentlich kriegen wir das irgendwie wieder zusammen. Jetzt baue ich mir hier irgendwas, so dass man die Stangen darauf befestigen kann und man in einer vernünftigen Höhe das auch dann zusammenschweißt. Hier unser zersägtes Gestänge. Da kommt jetzt jeweils ein Meter hier dazwischen. Und hier bei den Übergängen, da muss ich mir jetzt kleinere Rohre machen, die da reinpassen. Leider gibt es hier sowas nicht zu kaufen. Deswegen mache ich mir die da selber, so 5 cm lang, und dann schlitze ich die jetzt hier auf mit einem großen Schlitz, biege sie zusammen und dann habe ich ein dünneres Rohr. Wie kommst du denn vorwärts? Die letzten zwei kleinen Rohre werden gerade hergestellt. Mhm. Also aus dem großen, dicken Rohr machen wir ein dünneres Rohr. So, und dann kommt das nämlich hier rein. Normalerweise. So sieht das aus. Grandios. Und das wird dann da dran gesetzt. Wahrscheinlich muss man vorne auch noch ein bisschen zusammendrücken. Noch ein bisschen mehr. Nee. Nee? Warte, jetzt müssen wir gucken, wo der blaue Strich ist. Der Juri, der ist mit seinem Schweißgerät gekommen und der schweißt uns jetzt das Bimini zusammen. Aber vorher wird hier aus 110 Volt in dem Kasten 220 gemacht, weil wir brauchen nämlich 220 Volt. Jetzt werden hier noch die Kabel miteinander verbunden, weil wir keine Stecker haben. So, wir sind in den letzten Zügen.
Die letzte Naht wird jetzt da hinten geschweißt. Dann muss es alles noch sauber gemacht werden und dann war's das. Danke, Juri. Also ich weiß gar nicht, wo das Gestänge auf unserer Limelight hin soll. Das ist so riesig. Unglaublich. Hoffentlich passt das. Projekt Bimini geht weiter. Jetzt muss das hier natürlich abgeschraubt werden und wird versetzt da außen an die Kante. Dann kann man hier nämlich bequem drauf sitzen und besser angeln. Yay! Projekt Ankerkastenbefestigung. Leider sind uns zwei Schrauben abhanden gekommen. Die werden wir auch gleich ersetzen. Mal. Projekt Großsegelrutschstopper. Was für ein Stopper? Segel vom Großstopper. Also, okay. Also, das Projekt Befestigung des Stoppers für die Großsegelrutscher. Wir müssen leider das Loch etwas größer machen und da bohrt der Glenn jetzt ein Loch in unseren Mast. Also los! Vorsichtig, nicht zu weit rein, nicht dass du drinnen ein Kabel beschädigst. Ne? Also du darfst nicht reinflutschen. Kein Fall. Oh, stopp! Fehler. Riesenfehler. Nein, Riesenfehler. Ja, gravierender Fehler. 10er Bohrer für ein 10er Gewinde. Jetzt können wir nur noch gucken, ob wir es retten können. Ja. Okay, Kabel durchgebohrt. Nein. Aber das wird doch jetzt nicht. Wieder ein bisschen. Alles. Okay, noch ein bisschen raus. So, wieder weiter. Naja, ein bisschen was treibt da noch weg. Hoffentlich hält das. Oh, der Stopper ist dran. Das ist nicht optimal, aber wir hoffen mal, dass das die nächste Zeit erstmal hält. Projekt Großsegel. Ja, unser Großsegel sieht wirklich nicht mehr gut aus. Wir werden das jetzt mal ausmessen und werden uns mal ein Angebot einholen und schauen, was denn so ein Großsegel kostet. Also wenn ihr unser Projekt Großsegel unterstützen wollt, da oben ist der Link dafür. Der 22. Dezember. Morgen um 8.30 Uhr wird die Limelight fertig gemacht, dass ins Wasser kommt. Wir werden abgebaut. Der Traveler bringt sie schon in Position. Hoffen wir mal, dass alles gut geht. Nur noch auf diesen. Auf vier Stützen steht sie nur noch, ja. Jetzt geht's los, sie wird gleich angehoben. Wir sind alle, Mann, sehr gespannt. Was denkst du? Ich bin guter Hoffnung, dass es auch klappt, weil raus hat gut funktioniert, rein wird besser gehen. Und was sind deine Gedanken? Ich bin ein bisschen besorgt und nervös, aber das ist, glaube ich, normal. Raus hat ja ganz gut funktioniert, warum sollte rein nicht auch funktionieren? So sieht's aus. Deine Gedanken? Ja, das ist immer ein heikles Thema, rein, raus. Aber wir werden das Schiff schon schaukeln. Was? Das wird schon werden. Und wenn nicht? Jetzt
Und jetzt geht's los. Oh, Michael und Penny jetzt mal schnell an Bord. Und dann geht es steil bergab. Ich starte ins Wasser. Super, hat funktioniert. Und jetzt geht's nochmal für ein bis zwei Nächte in die Marina. So, die erste Anprobe von unseren beiden großen Bügeln. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, wir müssen da unten nur noch ein bisschen kürzen. Diesen würde ich schon wegnehmen, alleine wegen dem Fuß. Ja. Das wird der Finale mit für die Füße gemacht. Oh Gott, die Mahnschraube kriegen wir auch niemals raus. Die ist total verdreht. Warte mal. Mal los, um das reinzukriegen. Müsstest du die noch weiter so drehen? Noch weiter. Hä? Okay. Mal gucken, ob du den abkriegst, weil den kriegst du nicht ab.
Da ist die Schraube schon so durch. Im Ausbohren. Der muss ja verändert werden, so kriegen wir ihn ja gar nicht an. Hä? Erstmal muss ich ihn auch nochmal. Jetzt sieht er da drüben aus. Naja. Naja. Geht. Na? Geht. Ich nehme jetzt hier drei dran. Warte mal, ich komme erstmal an Bord. Dann halt passt. Ich kann hier nichts mehr lesen. Ja, das passt. Ja, Leute. Also ohne Bimini-Bezug funktioniert das alles schon mal super. Also wir haben alles zusammen. Jetzt warten wir nur noch auf unseren Stoff und dann passen wir das nochmal im Feintuning an. Fast das wie vorher. Ja. So, und zu guter Letzt wird jetzt auch noch das Deck geschrubbt. Oh, der Glenn, der will die Limelight auf Hochglanz polieren. Und das Ganze mit einem Lächeln im Gesicht. Sehr schön. So, und die Annette kommt erfolgreich vom Wäschewaschen, oder nicht? Ja, ja, nur die letzte Trommel, da hat sich leider die Maschine nicht bereit erklärt, sich nochmal zu öffnen. Die liegt da noch drin und jetzt brauchen sie irgendjemanden, der das Ding da aufmacht. Ja, auf. So, kannst du das Wasser nochmal? Yeah.